Hallo liebe Nemo-Fans, hier sind wir wieder bei My Time mit Fred, in Sandrock oder so. Ja, hier sind wir wieder zurück. Ein frischer Morgen ist angebrochen. Montag, wunderbar, jeder freut sich doch auf Montag, nicht wahr? So, unser kleiner Nemo schon, denn der darf heute wieder buddeln gehen. So, Coco, du auch. Hier geblieben. Halt! Hallo? Gut, die kann auf der Stelle wenden, ist jetzt schwierig für eine Eule, wahrscheinlich mitten in der Luft, okay. Hat's aber hingekriegt. So, dann haben wir auch nochmal einen Grabauftrag, damit wir wieder ein bisschen Ressourcen haben. Ja, hier kommen wir nicht so weiter mit diesen Dingen, dann brauchen wir halt diesen Motor. Ja, und diese Maulwurfminen sind noch nicht offiziell freigegeben. Deshalb ist er ein bisschen doof. Naja, gut, ist halt so. Wie sieht's bei dir aus? Hier, Blümchen. Ja, ja, gut, wir können hier nochmal ein paar Sandbeeren reinschmeißen. Schadet ja nicht. Flöpp. So, sieht's hier aus? Okay. Oh, ist gar nicht so zufrieden, weil er jetzt keine Kartoffeln hat. Ja, man kann nicht immer alles haben. Noodles, Doodles. Nicht jeder kann jeden Tag sich mal Kartoffeln vollstopfen. So. Oh, ess erstmal die Pilze weg. So. Immer diese Kinder mit ihren Wunsch essen. So. Gut, hier haben wir jetzt momentan nichts so großartig am Start. Wir können mal gucken, ob der Speer fertig ist. Irgendwann Zahnstocher, okay. Tata, sogar perfekter Zustand. Holla, die Waldfee, okay. So, wie ist das jetzt hier mit dem Schwert aus Schild und Chrom? Brauche ich jetzt Manganstahlstangen und versteinertes Holz. Dann könnte ich das auch machen. Steinertes Holz müsste ich eigentlich eh mal machen. Wird ja auch immer mal wieder gefragt. Habe ich da noch was von? Ja. Kann man machen, oder? Und man braucht wieder eine Stöcke. Machen wir das. So, machen wir hier Manganstahlstangen. Hier noch was? Ah ja, okay, haben wir was wieder verwertet. So, was haben wir hier? Das gibt Opane. Granit kann man auch wieder verwerten. Kriegt man Achat. Hm, okay. Aluminiumerz kriegt man Mondstein und Spinell. Der wird eigentlich nur für Schmuck benutzt. Aha. Und Mondstein? Hm. Gute Frage, für nix. Irgendwie. Und dann machen wir nochmal hier, damit wir ein paar Blutsteine haben für die nächsten Blutsteinkerne. Und dann haben wir das auch. Okay, Kastanien sind fertig. Die brauchen wir jetzt aber nicht so unbedingt. Wie sieht's hier aus? Okay, das Pflänzchen will Dünger. Das auch. Das nicht. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht. Nicht mein Problem. Dann kriegst du eben keinen Dünger. Das Beste von Noodles Doodles. Selbe Schuld. So. Dann machen wir ein bisschen Wasser. Dann haben wir das auch. So. Und dann können wir heute ein bisschen ausliefern noch. So. Dann machen wir nochmal Wasser. 9, okay. Können wir nochmal gießen? Falls hier einer was braucht. Ne, die wollen alle nichts. Der auch nicht. Okay. Komisch, der hat gar nicht so viel Wasser, aber. Ach ne, falsches Feld. Der will Wasser, der nicht. Die habe ich alle gleichzeitig gepflanzt, oder? Komisch. Hm. Ja, wenn sie gut, wenn sie nicht wollen. Kann die Pflanzen ja nicht dazu zwingen. So. Oder? Vielleicht doch. So. Was haben wir denn heute? Missionchen. Die wird ihre Gusseisennägel haben. Und ihm können wir Granitfliesen bringen. Ja. Ups. Und er kriegt seinen Stahlspeer. So, flop. Der will einen bürgerlichen Verarbeiter haben. 2. Ist der des Wahnsinns? Okay. Ach, guck
Guck mal an, jetzt bin ich die gerade am machen, jetzt will die das. Die riechen das doch, oder? Die stehen hier und darum beobachtet mich Burgess immer. Damit der weiß, damit die weiß, was ich, wissen, was ich mache. Der will einen Turmrahmen haben, ist auch klar. Boah, da habe ich so lange dran rumgebaut an dem Ding. Aber es bringt natürlich ordentlich was, muss man auch sagen. Und die will drei Schalltäfelchen. Gut, die gehen relativ fix, glaube ich. Da habe ich genug Zeug. Also, habe ich gesagt, ne? Habe ich genug Zeug. Mhm. Also davon habe ich genug, aber Kupferdraht fehlt natürlich wieder. Und diese blöden Gummischalen. Gummischalen. Okay, Draht. Wir brauchen Draht. Ganz viel Draht. So. Hier können wir noch was einbauen, ne? Ja. Zack. So, jetzt bin ich noch der Motor und dann wird das Ding eigentlich fertig. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Aber ja, gut, was soll's. So, Blümchen. Jetzt können wir hier uns wieder ums Ausliefern kümmern. Flupp. So, fangen wir an. Läuft der hier hinten auf den. Hallo? Schon mal was gehört, dass mir nicht auf den Schienen läuft? Keiner kümmert sich hier um die Sicherheit in dem Laden. So, gehen wir mal zu Ron. Was ist das hier? Mack. Ist das Mack? Wer bist du denn? Stimmt ja, dass ihr große Sandstürme habt. Ist das wahr? Wurde schon mal jemand weggepustet? Ups, mir ist gerade Sand im Mund geweht. Ich hatte besser die Klappe. Gute Idee. Das ist immer gut. Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Klappe halten. So, Owen, hallo. Huch. Machen wir das mal erstmal. Hier hast du deine Granitfliesen. Kannst du eigentlich dein Klo auslegen. Wenn du eins hast. Oh, was haben wir denn hier alles? Grace, haben wir noch Beziehungen zu Justice und auch noch verbessert? Okay. Und jetzt wieder Teilzeitarbeiter. Oh, da ist auch Grace. Können wir mit der nochmal reden? Howdy. Howdy. Bin erwischt. Puh, diese Küche wird mein Tod sein. Vielleicht ist Wasser das, was ich brauche. Ja. Nichts leichter als das. Haha. Plus 10. Ich glaube, ich muss Owen und Grace heiraten. Das ist, die sagt aber jetzt nichts mehr zu dem besagten Vorfall. Sagen wir das mal jetzt so, Anführungszeichen. Okay, das kennen wir schon. Also, die tut so, als wäre jetzt als nie passiert. Mhm. Gut, das kenne ich. Das sagen alle Frauen immer. Das ist nie passiert. Ich kenne die überhaupt nicht. Hallo, Owen. Ist das hier? Ah, ich habe das Gefühl, dass in meinem Leben etwas fehlt. Vielleicht werden Teeblätter helfen. Könntest du mir das bringen? Ja. Mate-Tee oder was? Habe ich die dabei? Warum habe ich ein gejapptes Leder mit? Ja. Nee, Caesar kannst du haben. Ich war noch nicht in der Truhe, ne? Ja gut, Teeblätter hätte ich jetzt. Aber ich muss meine Beziehung zu ihm nicht weiter verbessern. Die ist eigentlich gut genug. Was hat er sonst noch? Hey Fred, wir haben eine kleine Essenskrise drüben im Salon. Drüben. Könntest du uns bei der Versorgung helfen? Na klar. Aha. Süßkartoffeln. Okay. Was braucht er denn jetzt? Der nimmt hier so mein ganzes Inventar eigentlich weg mittlerweile. Aber ohne, dass ich viel dafür tun muss, weil ich das alles eh schon habe. Okay. Dafür kriegen wir ja auch ordentlich was. Immer noch mal Erfahrung und 47 Goals, ohne dass wir großartig was wir machen müssen. Das ist ja auch nicht schlecht. Gut. Gehen wir mal den Rest ausliefern. Ich wollte immer gucken, was bei Arvio da drüben los ist. Komm, Lümchen, folgt mir einfach. Folgt Jasmine. Folgt ihr einfach. Folgt ihr. Bleibt sie stehen, die verwirrt mich. Was machst du, Schlingel? Oh, Kleines, wo habe ich die Reise in den Osten? Ich habe schon da überall gesucht. Oh Gott, jetzt will ich wieder dieses Buch haben. Habe ich irgendwas für dich? Ich meine, ich hätte doch irgendwelche Schmuckdinger gemacht. Magst du einen Skorpion? Das ist ein übliches Geschenk, ja. Also da, woher ich komme, freuen die sich über Skorpione immer. Ja. Hallo, Makato, du kleiner Schlingel. Ja. Aber ist halt schlecht gelaunt. Das, wenn Katzen dann nur beim Arsch angucken, das kennt man ja. Da hat man irgendwas falsch gemacht. Hallo, Justice vom Hohen Ross. Hier ist dein Zahnstocher.
Hey, das ist ein gutes Zeug. Nochmal vielen Dank, Handwerker. Wir sehen uns bald wieder in der nächsten Höhle. So. 221 Ruf der Werkstatt und 2070 Erfahrung. Nicht schlecht. Was ist hier? Schatz, Schatz. Soße, mach die Soße zuerst rein, Schatz. Was? Schau, X, ich habe schon versucht, dein Gericht zu machen. Bei den Treppen habe ich heiße Angebote, keine heißen Mahlzeiten. Nicht echt? Mach es wie mal früher. Was? Hey, ich habe das Rezept befolgt. Was willst du denn mehr? Naja, bis auf die scharfe Bohnenpaste. Die haben wir in Sandrock nicht. Also habe ich sie einfach mit dem ersetzt, was wir gerade verfügbar waren. Wo es in Bannerock üblich ist. Da ich noch nie sisaianische scharfe Bohnenpaste probiert hatte, musste ich natürlich raten. Also habe ich Pfeffer für würzig, Bohnen für Bohne und Zahnpasta für Pasta eingesetzt. Was? Ja, ja, der süße Geruch erinnert mich an die Kindheit. Der Zahnpasta als Paste? Ihr geht, ekelhaft, ihr geht, nein, scharf, meine Güte, es ist so heiß, ich schwitze hier, mehr Gewürz. Ich glaube, der Vogel hat so eine dreifach gespaltene Persönlichkeit. Ah, wirklich, aber ich habe extra Pfeffer hinzugefügt. Ist es für Fang immer noch nicht scharf genug? Wie schön es ist, einen guten Freund mit so unterschiedlichen Geschmäckern zu haben. Ein guter Freund, der nie mit mir spricht, obwohl wir uns regelmäßig sehen. Ja, und dem du irgendwie total veräppelt hast mit seiner komischen Aktion. Aber gut, vergessen wir das einfach mal. Auf jeden Fall haben wir die scharfe Bohnenpaste nicht. Die einzige Person, die sie haben könnte, ist der mysteriöse Mann. Aber er scheint nur zu kommen, wenn ihm danach ist. Wie soll ich ihn finden? Nun, obwohl ich es lieben würde, wenn Fang an meinen Gourmet-Gerichten teilhaben könnte, muss ich im Moment zurückhalten. Was seine geliebte Mapo-Tofu angeht, muss er leider aushalten oder lernen, ihn zu genießen. Avio-Style. Mit Zahnpasta? Nun, wenn dir das nicht passt, kannst du den mysteriösen Mann ja selber suchen. Ich kann dir helfen, er hat Vertriebskanäle, von denen ich nicht mal träumen kann. Aber er ist nicht so mächtig wie ich. Und es gibt sogar Dinge, die er nicht hat. Ich aber schon. Du bist ein böses Vögelchen. Okay. Was war das jetzt? Hallo, Meerkätzchen. Ich... Was ist denn jetzt X? Ist er weg? Was war das für eine Aktion jetzt gerade? Sehr interessant. Weißt du, ich hatte gehofft, heute etwas Strahlendes sehen zu können. Und tatsächlich, da bist du mit deinem großen, leuchtenden Augen. Ich kann kaum wegschauen. Kauf etwas, ja? See ya. Okay. Okay, Benjo ist hier am Pennen. Ja. Okay. Da ging es um irgendein Kochrezept. Wird er irgendwie mitmischen können? Ich dachte, der sagt noch irgendwas darüber. Aber. Nee. Vielleicht müssen wir mal mit X reden. Tja, hallo Trudi, altes Haus. Neulich habe ich geträumt, dass sich das üppige Grün vom Mantelsoase in alle Richtungen ausgebreitet hat, soweit das Auge reicht. Allein der Gedanke daran gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Ja, wenn man Grün mag. Okay. Ja, wir können jetzt schon mal das Zeug wieder an Owen geben. Dann haben wir diesen Teilzeitjob auch schon mal erledigt. Und wir haben kurz so getan, als wir weg waren, als hätten wir das Zeug wirklich jetzt geholt. Ah. Hier, bitteschön. Überraschung. Hey, lauf nicht weg. Du willst ja die Kartoffeln, nicht ich. So, bitteschön. Was hat er jetzt noch hier? Teeblätter. Ach so, ja, ja, Teeblätter. Hab schon wieder ganz vergessen. Hey, see you around. Wer bist du nochmal? Okay, Owen, ja. Kann ja schon mal was vergessen. So, Halleluja. So, dann haben wir hier das auch. Merkwürdiges Erlebnis mit X. Duftende Erinnerungen. Okay, wir müssen zur Klinik. Mission X. Auf geht's, Blümchen.
Wir müssen rausfinden, was dieser komische Vogel ein Problem hat. Ich meine, der hat sehr viele, aber die können wir nicht lösen. Das braucht man Sigmund Freud für. Oder sein Cousin Dritten Grades, der auch Psychologie studiert hat, im 7. Semester festgesteckt ist. Aber okay. Er hat zumindest ein psychologisches Buch gelesen. Hier können wir auch rein. Da wollte ich eh hin. Und X läuft ja jetzt nicht weg. Fliegt. Läuft. Fliegt. Schwimmt. Mein Gott. So. Huch. Katori. Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich glaube, ihr habt mehr Augenringe als ich inzwischen. Naja, das kennen wir schon. See ya. See ya. So. Ne, die Abmüllstation wollte ich hier nicht hinbauen. Wir müssten diese Maschine ja irgendwo platzieren, ne? Ja, die Azubi-Kochstation. Plam, so sind wir auch los. Irgendwann haben wir unseren ganzen alten Krempel hier hingestellt und das ist ja nie das Museum. Ja, gut. So, Preis gespendet 15. Noch 5, dann kriegen wir diesen tollen Schal. Gut, den brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber ist wurscht. Aber die Maschine will ich haben. Und die Kette klingt interessant. Da haben wir ewig Glück. Die hat wahrscheinlich 1 Million Glückspunkte und was weiß ich. Und dann kriegen wir hier nochmal einen Bonus nach 40. Dann kriegen wir unser eigenes Museum wahrscheinlich. Wenn Fred ist so berühmt, der kann auch ein eigenes Museum kriegen irgendwann. Ich meine, wir haben ja eh unser ganzes Zeug da reingestellt, den ganzen Keller leer geräumt und alles steht jetzt hier. So, und guck mal. Wo ist er denn, das Vögelchen? Ah, da sitzt er. Sitzt er ja. Okay, hallo X. What is it, honey? Was? Was ist los, Schatz? Ich möchte helfen. Well, aren't you a good little bird? Na, bist du nicht ein kleiner, braver Vogel? Danke. Mit seltener Stimme redet er da immer. Recipe. Kochrezept, Kochrezept. What about the sauce? Was ist mit der Soße? Mach dir keine Sorgen, Baby. Ich werde sie jetzt kaufen. Man hat ja so alte Gespräche von Fang und seiner Mutter, die er da wiedergibt, wie so eine Schallplatte. Ich habe gelernt, wie man Mapo-Tofu kocht. Warum? Okay. Ist das eine Mission? Tatsächlich. Wir brauchen scharfe Bohnenpasta. Okay. Oh, wir kriegen 20 Beziehungspunkte zu fangen. Das kriegst du sonst in 3 Monaten nicht zusammen. Und starke Medizin. X will, dass Arvio die scharfe Bohnenpasta zu Fangs Lieblingsessen hinzufügt. Allerdings scheint er auf einige Schwierigkeiten gestoßen zu sein. Vielleicht hat der mysteriöse Mann eine scharfe Bohnenpasta. Warte, bis er nach Sandrock kommt. Puh. Ach, wir haben ja noch die Nägel, die uns unter den gleichen brennen. Okay. Können wir nochmal mit dem quatschen? Wo ist er denn? Xi, wo bist du? Hallo. Guter Vogel, ich mag dich. Du bist hübsch. Chip, chip, chip. Lalalala. Okay, der trinkt doch heimlich. Irgendwo in seiner Vogeltränke hat der Whisky wahrscheinlich. Bye. Okay, vielleicht finden wir ja Fang auch nochmal. Ah, da, tatsächlich. Was steht denn hier eigentlich? Eine traditionelle Badewanne. Das Wasser sieht warm und verlockend aus und riecht stark nach Medizin. Du bekommst richtig Lust, hineinzuklettern. Was? Der macht hier heiße Bäder? Oh, das ist schon sehr wohltuend, sowas. Was steht da? Hey, komm da hin. Clinic Rules. No nonsense, no small talk, no back talk, no refunds. Don't make me tap the sign. What are your symptoms? How long has it lasted? Is your temperature normal? How is your appetite? Can you move the injured area? Okay, also damit er möglichst wenig reden muss mit Leuten. So ein Typ möchte ich nicht sein. Stecknadelkopf. Nee. Kennt man nur als Gruselfilm eigentlich. Ja, wir können eigentlich fast alles davon jetzt mittlerweile selber herstellen. Bis auf Augentropfen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ah, ich könnte ihn auch was verkaufen. Ich hab ja auch was Zeug. Ja. Ja. Hallo, Fang, mein alter Freund. Mehr oder weniger. Ja, ich muss neue Medikamente entwickeln, um neue Krankheiten zu bekämpfen. Das war ja schon mehr, als er sonst redet in einem Monat. Komm, du kriegst ein bisschen Eisenmuskelsuppe. Die habe ich gerade frisch gemacht. Gib plus 4, okay. Immerhin. Puh.
Also wir müssen jetzt den mysteriösen Mann, mysteriösen Fang minden, mysteriösen Mann finden. Übrigens, das chinesische Zeichen auf der Tür heißt Medizin, nur für den, der es mal übersetzen will. Okay, Das heißt jetzt, der wohl demnächst hier auftauchen wird. Interessant. Könnten wir vielleicht auch nochmal was kaufen. So mal so eine Möbelkiste oder irgendwie so ein Quatsch. Oder nur, eine Vorratskiste könnten wir vielleicht nochmal eine große gebrauchen. Muss ich die nicht selber machen. Hallo, Pennington, haben wir auch schon mal gesehen. So, ich hoffe nicht, dass Cooper schon wieder irgendeinen Quatsch will. Ich möchte irgendwo Elsie hier rumgeistern sehen. Dachte ich. Okay, ist sie hier nicht. Gut, dann gehen wir nochmal zu Mi an, weil da wollte ich eh nochmal hin und zu, hallo, Justice. Haben wir uns heute schon gesprochen? Hast du schon mal Avanza in der Peripherie gesehen? Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein riesiges Monster. So. Gucken, ob die zu Hause ist. Die ist nur noch hier am Lesen, irgendwie, glaube ich. Oder so. Gott, Kind, du bist vor die Hunde, du liest ja nur noch. In her last letter, my ma said when I write to her, I just go on and on about you and Elsie. She said she's really happy I've got such good friends. She always used to worry about me getting along with people, so I'm glad she can rest assured. Ja, sie kennt uns ja auch nicht so ganz gut, sagen wir mal so. Guck mal, ich habe noch ein Kupferdraht übrig. Den brauche ich eh nicht. Hier, Kristall, was gibt's dafür eigentlich? Plus 3, okay. Nee, sonst war nichts, ne? Nee. Gut, haben wir die auch nochmal besprochen. Können wir hier noch ein bisschen Fleisch mopsen? Wie gesagt, wir dürfen das ja ganz offiziell. Den hat schon einer gemopst, Mist. So, darf ich eigentlich nie durch dieses Mikroskop gucken? Nee, was ist nochmal? Teleskop, ne? Das macht diese Dinge größer. Echt gemein von Fang, dass wir da nie reinschauen dürfen. Was machst du denn hier, Blümchen? Bis hierhin und noch viel weiter. Okay. Hui. Flomp. So, so kommen wir auch rein. Ah, da ist er ja, unser fünftbester Freund. So. Mein Freund Mint fragt mich in der Grundschule immer, ob ich ihm meine Notizen leihen könnte. Also schrieb ich ihm eine zweite Kopie oder ein paar leicht veränderte Details, bevor ich einwilligte, um sicherzustellen, dass er eine Punktzahl nicht übertreffen würde. Alles lief nach Plan. Boah, bist du fies. Das macht man doch nicht. Okay, wir können jetzt noch die Advanced Cooking Station oder die Intermediate Jewelry Kiste hier kaufen. Beziehungsweise bestellen. Ja, komm, oder? Ja, Schmuck. Ja, okay. Dann können wir mal diese neuen Kristalle und was wir alles haben, vielleicht mal verballern. Komm, forschen wir mal. Klön. M230 Datendisks. Können es nochmal was beschleunigen? Das leisten wir uns jetzt einfach mal. Okay, dann haben wir das auch. Aber da brauchen wir nicht wieder irgendwelche Sachen, die wir noch gar nicht haben. So. Sprich mit dem mysteriösen Mann. Aber der ist natürlich noch nicht da. Und wir haben noch den Auftrag. Hier, die müssen wir mal einloggen. So, wo müssen wir hin? Wo ist sie? Was? Wie? Wo? Was? Wie? Ach, hier ist Elsie. Elsielein, wo bist du nur gewesen? Jeden Tag auf die gleichen Dünen zu schauen, kann sich ein bisschen trocken anfühlen, aber hey, wenigstens habe ich immer dich, meinen besten Freund. Oh nein, das ist so nett. Willst du mich heiraten? Hier, nimm ein bisschen Fleisch. Ersatzweise, okay. Apropos, dann können wir auch gleich nochmal mit unserer Frau Nummer 7 hier reden. Oder 3 oder 5, je nachdem. Vielleicht heiraten sie auch zusammen alle mit Owen. Ich weiß es nicht. Das hat sich nicht geändert, ne? Ja. Ich finde immer noch diese komplett anders aus, aber okay. Wie anders knuffig. Die hätte ich gerne als echte Figur. So, dann kaufen wir hier nochmal ein bisschen Lehm, weil die nächsten
Ja. Blutsteinkerne kommen bestimmt. Figürchen kann man ja auch gut als Geschenk benutzen. Ne? Das gibt auch nochmal Punkte. Aber sind wir da ein bisschen zu teuer für. Ich finde so viel Zeug, da brauche ich nicht extra noch was für kaufen. So, Blümelein, dann können wir jetzt hier auch... Jetzt haben wir eigentlich alle abgehakt. Gut, Heidi haben wir jetzt... Ja gut, wenn sie uns schon entgegenkommt. Hau dich! Eines Tages möchte ich dich meiner Meisterin vorstellen, Werner. Ihr seid beide so brillant. Oh, wenn ich bei diesem Gespräch dabei sein könnte, lass uns das eines Tages verwirklichen. Aha, Werner. Hat ihr da schon mal von gesprochen? Catch you later. Mhm. Ist immer ein neuer Dialog, okay. Meisterin Werner. Oh, hallo, Penn. So, Pseudospion. Wer weiß, was mit dir los ist, mein Freund. Ich hab dich im Auge. Oh, was war das jetzt? Ich hab was im Auge. Spaghetti, was treibst du so? Ich hab gerade ein paar Sekunden damit verbracht, nackt vor dem Spiegel zu stehen und zu denken. Was für ein Prachtexemplar. Oh, mir wird schlecht. Ich muss weiterreiten. Danke. Schön, mit dir geredet zu haben. Oh, Mann. Hallo, Jasmine. Nein, wir haben kein Buch. Miguel. Okay, was läuft der denn hier rum? Nur damit du es weißt. Pastorin Mathilda ist das nette Gesicht der Kirche. Ich bin das ernste Gesicht. Ich dachte, das fiese Gesicht, aber okay. Bye. Ich hab den auch im Verdacht. Mit dem stimmt auch irgendwas nicht. Alle sehr verdächtig. Ach, hier ist Amira. Die steht hier in der Gegend rum. Und sonstig wahrscheinlich oder so. Darum braucht ihr auch dauernd diese Sonnenschutzcreme. Ich würde sagen, du bist eine große Inspirationsquelle für mich geworden. Eine Muse, wenn du so willst. Ich mag die Art, wie du denkst. Schnell, sag mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Es wird die Grundlage für mein nächstes Projekt sein, hm? Ah, nun, das kann ich nicht gebrauchen. Wir werden es später nochmal versuchen. Was hast du? Hast du gegen Sandwürmer? Verstehe ich nicht. Okay. Nämlich. Wenn ich keine Sandwürmer will... wo muss ich den... Ach, Quatsch, ja, Crystal ist in der Fowler Savage. Klar, logisch. Darum. Bei ihrem Mann. So, weg, du Humeise. Die hat mal wachsen, die ist immer noch auf Level 3. Sowas. Drei Maschinen fehlen noch, okay. Hm. Oh, rein oder raus? Ne, ich wollte jetzt Crystal. Lucy? Ey, war die nicht eben hier? Wie sind die so schnell hier rausgekommen? Jetzt ist es von mir, okay. Hallo, ich bin's, Überraschung. Audi! Audi! Bitteschön. Alles genau das, was ich gesucht habe. Du hast es auch ganz schnell hingekriegt. Hm, danke, Fred. Wir Arbeiter wissen dich zu schätzen. Schlumpf. So, wunderbar. So, heute haben wir schöne, viele Punkte gesammelt. Gehen jetzt alle nach Hause hier, ne? Hey, Rocky, altes Haus. Zieht aber ein ordentliches Hemd an. Wenn wir in eine Richtung graben, es gibt viele Roboter, dann graben wir einfach in die andere Richtung. Jawohl, das ist eine gute Idee. Ich bin dabei. Ich unterstütze das. Sehr wohl, dankeschön. So, haben wir das auch. Ups, schon wieder eine Ameise unter den Hufen. Okay. Quietsch. So, hier haben wir das Holzbrettchen, hier haben wir die Kupferdingenskirchen. So, hier noch genug drin. Ah, nur so viel. So. Und die Dinger denn? Dieselfasern. Ja, ich kann doch direkt das machen, ne? Allerhöchste Stufe. Da brauche ich nochmal Klingen aus Manganstahl. Oder Sisalfasern noch. Hm. Ja gut, wir können auch mit Sisalfasern arbeiten, so ist es nicht. Wo sind die denn hier? Sisalfasern. Machen wir mal welche. Flop. Hier wiederum. Sisalfasern. Das könnten wir jetzt machen. Hm. Sollen wir oder sollen wir auf das legierte Schwert-Schild-Kombinationsdings warten? Und uns noch zwei Manganstahl-Klingen basteln. Fupp.
klingen. Könnten wir nicht machen, weil wir haben keinen Manganstall mehr. Was hat denn mit dem Ofen? Wasser alle oder was? Oh! The water is empty. Oha, okay. Das ist natürlich doof, okay. Ah, ich dachte immer, was hat der für ein Problem, der... Wir haben doch genug Material. So, kommen wir zweimal... Quatsch. Ah, die wollte ich gar nicht. Mist. Abbrechen, abbrechen. Operation abbrechen. Falscher Apparat. Die wollte ich machen, Stödel. So. Sag mir das denn keiner? Blümchen, du hast nicht aufgepasst. Ich habe wieder falsch geklickt. Ah, das ist ein Assistent hier. So personal kann ich nicht arbeiten. Lieferkiste, wunderbar. Zumindest Nemo tut, was man ihm sagt. So. Ist die alte Eule geblieben, Mensch. Fehlt noch. Na gut, dann geht es hier voran. Jedenfalls haben wir ziemlich viel ausgeliefert heute. Die brauche ich selber. Turmrahmen, alter Falter. Und zwei bürgerliche Verarbeiter. Es gibt natürlich ordentlich was. Ne? Aufgrund der offensichtlichen Faulheit ihrer Handwerker hat Highwind einen Auftragsstau, der länger ist als mein Arm. Zeigen wir in unserem fleißigen Handwerkern, wo der Hammer hängt. Genau, also mit mir. Was sind die? Kartoffeln? Hm. Naja, einen bürgerlichen Verarbeiter. Beziehungsweise haben wir ja hier, aber. Das ist ja auch nicht billig, den zu machen. Hm. Das Ding dauert ja noch ein bisschen. Na gut, aber kann natürlich auch sein, dass in den nächsten Tagen das vielleicht mal freigeschaltet wird. Oder hoffentlich nicht erst beim nächsten Update. Dass sie eben diese Maulwurfsminen können. Hm. Hier müssen wir auch mal hin. Hm. Hier hat Mira Geburtstag und hier Mira an. Die dürfen wir nicht vergessen. Gott, hier ist schon wieder. Die Sonne ist schon wieder untergegangen. Es ist spät. Hm. Gut, dann machen wir hier nochmal weiter mit dem Wasser. So, das ist noch wieder aufgetankt. Wunderbar. Die brauchen wir irgendwann auch wieder. So, das dauert noch ein bisschen. Die brauchen noch 2 Minuten. Okay, ja gut, so viel Geduld werden wir noch haben hier. So, ausgeliefert haben wir alles. Das müssen wir noch machen und dann auf den mysteriösen Mann warten. So, dann machen wir noch hier diese Dinger. Das können wir machen. Schlöpp. Ist jetzt aber zu spät zum Ausliefern, denke ich. Sei denn, wir treffen die noch irgendwo. Ah, die ist schon bei... Na gut, Vivi lässt sie uns noch rein um die Uhrzeit? Hm. Wir könnten es versuchen. Ups. Hm. Hä? Was drücke ich denn da? Ach so. Blümchen, du stehst falsch. Jetzt. Dann von der Seite. Ah, jetzt kompliziert. Komm ich hier nicht mehr raus? Hallo, was ist hier los? Hilfe! Aus hier! Oh, ich will doch nur was ausliefern. Da kommt Coco wieder. Sehr schön. So, jetzt kommen wir bestimmt da nicht mehr rein, wenn wir eine Minute zu spät sind. Ich hoffe, wir können die Leute hier noch beim Abendbrot belästigen. Ah, sehr schön. Und Jasmine? Wartet schon hungrig auf ihr Essen. Sehr schön. Ah, der ist hier. Hallo, Heidi. Abendbrotzeit. Ich wollte noch ein bisschen mich selber einladen. Hier hast du deine Schaltkreise. So, wunderbar. Und da wir es auch noch am selben Tag gemacht haben, kriegen wir ja auch noch was Belohnung dafür. Sehr schön. Juhu. Sehr gut. Sehr gut. Hey, Hugo. Ich hatte deine Verwandten hier gestört beim Essen.
Ich habe gerade einen Auftrag ausgeschrieben. Ich nehme an, du sprichst mit mir über eine neue Lieferung. Ja, wollte ich gerade, aber ich habe Termine, habe ich gerade gesehen. Liegt sie weg. Ja. War hier gerade noch irgendwas? Nee, ne? Ich dachte, hier hätte ich ein Fragezeichen gesehen. Nehme ich mal eingebildet haben. Okay, naja, dann sind wir durch für heute. Okay. Dann geht's ab nach Hause. Ja, da haben wir wieder einiges geschafft heute, muss man sagen. Oh, da ist jetzt hinten. Da sitzt ja Nemo rum und guckt aufs Grün. Was macht er da jetzt? Müssen wir den ganzen Tag hinterherlaufen und beobachten. Mal sehen, was er wirklich so macht. So eine Petcam ist mir unbedingt. Was ist der denn da? Da weiß ich nicht, aber ich muss hier noch mal einen Sandwurm retten. Mit dem Austrocknen. Fupp. Sehr schön. Oh, der dackelt da wieder zurück wahrscheinlich. Lalalala. Ja, ist gut. Und dann sammeln wir noch ein bisschen Holzhaufen ein und dann gehen wir ins Bett. So, können wir noch was Erfahrungspunkt. Hier liegen immer noch diese Federn rum. Ah ja, wo spazieren wir denn jetzt hin? Ich dachte, du gehst nach Hause, Nemo. Steckt er sich hier im Gras? Ja, du Schlingel. Okay, braver Hund. Komm, ich streiche dich mal ein bisschen. So. Braves Hundi. So. So, Olümchen. Ja, der nimmt natürlich die Tür. Ganz braves Tier. So, dich bringen wir jetzt auch mal in den Stall. So, schön hier bleiben. Gut, dann haben wir es wieder geschafft für heute. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Und was als nächstes auf uns noch wartet. Dann haben wir zumindest noch ein paar kleine Missionen. Gibt es ja immer noch hier, auch wenn die Hauptstory jetzt so erstmal fürs Erste durch ist. Wir müssen auf den mysteriösen Mann warten. Für diese Geschichte hier mit X. Hm. Gespannt, wie das dann weitergeht. Beziehungspunkte zu fangen, ist natürlich auch interessant. Befreundet sind wir ja jetzt. Wir haben zwei Herzchen. Das heißt, mit ihm könnten wir jetzt langsam auch ein bisschen mehr machen. Solange wir nicht mit Maske tanzen müssen, ist ja okay. Soweit wie mit Arvio sind wir natürlich noch nicht. Aber mit Fang ist das auch echt schwierig, weil er in... Was sehen wir denn schenken? Was will er mit ihm reden? Das ist also ziemlich kompliziert. Da kann sich doch eher mit Mortimer immer anfreunden. Also das ist schwierig bei dem. Aber naja, gut. So, wie sieht es mit unseren besten Freunden aus? Owen. Oh, guck mal, dann. Wir haben ja Owen fast schon alle Herzen durch. Allerbester Freund ist Owen. Mein bester Freund. Okay, der ist jetzt allerbester. Aber gut. Schatz ist dann vorbehalten. Familie. Aha. Das ist dann wahrscheinlich, wenn man geheiratet hat und ein Kind hat oder sowas, dann würden die hier alle auftauchen. Das reicht, wenn ich die zwei habe hier erstmal. Okay, beste Freunde. Beste Freunde, allerbeste Freunde. Und dann in. Guter Freund, in. Beste Freunde, allerbeste Freund. Wie viele Rangstufen es hier gibt, ist echt, dass das Ski hier reingerutscht ist, auch interessant. Aber es ist wahrscheinlich nur durch diese Mission, die wir mit ihm gemacht haben. Und die ganzen Aufträge. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr bei mir aninvestieren. Ja, ein paar Sachen wissen wir ja, was sie mag. Dann mag sie wahrscheinlich auch die Eisenspitzhammer und die ganzen Dinger. Das könnten wir ihr dann auch schenken. So, hier hat sich auch nichts geändert, alles nur das Gleiche. Gut. Okay, dann haben wir es für heute. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Abenteuer hier mit Fred in Sandrock. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.